alles digital. Ist sicherer so. Hat diese Bank auch einen Namen? Naja, erzählt es nicht gleich überall rum und so, aber sie heißt BancoLavadero.com. Banco Lavadero? Das ist doch Spanisch und heißt sowas wie weißer Stierkämpfer, stimmt's? Nein, ich weiß nicht, was es heißt. Ich weiß nur, dass es da sicher ist. Wenn wir echtes Geld auf dein Konto einzahlen wollten, was müssten wir dann tun? Ist ganz leicht. Ihr rast einfach über die Datenautobahn zu BancoLavadero.com und überweist das Geld. Das ist ja wirklich leicht. Und außerdem bräuchtet ihr noch mein supergeheimes Bankkennwort, das ich aber niemandem verrate, aus gar keinem Grund. Bosco, wir wollen dir eine Riesensumme auf dein Konto überweisen. Verrat uns doch mal das Kennwort. Ja, nee, ist klar. Der abgesetzte König von Nigeria war gerade hier und hat genau das Gleiche erzählt. Ja, aber wir meinen es ernst und wir sind bewaffnet. Verrat uns das Kennwort. Niemals! Und überhaupt habe ich es aus meinem Gedächtnis gelöscht, damit man es mir nicht mal mit Folter entreißen kann. Wie willst du dich dann daran erinnern, wenn du es mal brauchst? Unter uns. Ich bin hingegangen und habe mir das Kennwort auf einen gewissen Teil meines Körpers tätowieren lassen. Da, wo bestimmt nie jemand hinguckt. Hm. Pass auf, hinter dir. Ein dreiköpfiges Internet. Was? Wo? So, jetzt brauchen wir das Fernglas, um Bosco mal zu betrachten. Bosco. Bosco. Bosco? Was? Was ist los? Oh, nix, gar nix. La la la. Das ist so geil, wie Max das gedacht hat. Zum große Knappen. Pass auf, hinter dir. Der mexikanische Revolutionär Pancho Villa. Was? Wo? So, und tschüss. Bosco ist das Passwort. Bosco? Was? Ach, nix. Herrlich. So. Brille auf. Ja, das geht doch hier relativ zügig. Ich bin selbst überrascht. Ich hatte das viel schwieriger in Erinnerung hier. Lalala, tschüss. Vollpfosten. Was wollte ich jetzt machen? Verdammt. Ach ja. Hey, das sieht aus wie unser Auto. Dann würde ich sagen, einsteigen. Hallo, ich bin der Regenbogen-Einfärbehelfer der Realität 2.0. Ich kann dir helfen, deine Persönlichkeit mit der vollen Farbpalette für den Fahrzeugavatar auszudrücken. Welche Farbe stellst du dir für die Frontpartie deines Wagens vor? Violett. Sehr ansprechend. So, und was ist jetzt mit der Mitte? Grün. Sehr schön. Und das Heck? Blau. Herrlich. Gratuliere. Boah, ist das hässlich. Du hast deinen Fahrzeugavatar fertig eingefärbt. Fahr vorsichtig. Klar, tue ich immer. Wo geht's hin, Sam? BancoLavadero.com. Oh, lustig. Ich glaube, dafür braucht man ein bestimmtes Farbspektrum. Boah, was ist das denn? Sieht aus wie eine Sicherheitssperre. Firewall. Ungültige Prüfsumme. Zutritt verweigert. Naja, war die Farbe ja fast richtig. Fahren wir zurück in unser virtuelles Zuhause. Yo, diese Datenautobahn ist ja noch öder als meiner Oma ihr Pappkratzbaum. Toll. Erst grün, dann blau, dann violett. Die Launen der Mode sind wahrlich wechselhaft. Welche Farbe stellst du dir für die Frontpartie deines Wagens vor? Grün. Grün. Sehr schön.
So, und was ist jetzt mit der Mitte? Blau. Blau. Herrlich. Und das Heck? Violett. Violett. Sehr ansprechend. Fahr vorsichtig. Ja, ja, komm. Wo geht's hin, Sam? Und jetzt fahren wir wieder zur Bank. BancoLavadero.com. Oh, lustig. Firewall. Ungültige Prüfsumme. Was? Zutritt verweigert. Fahren wir zurück in unser Violett, virtuelles Zuhause. Grün-rot war das. Yo, diese Datenautobahn ist ja noch öder als meiner Oma ihr Pappkratzbaum. Warum war das jetzt falsch? Ich hatte eigentlich gedacht, das ist jetzt... Die Launen der Mode sind wahrlich wechselhaft. Welche Farbe stellst du dir für die Frontpartie deines Wagens vor? Violett. Sehr ansprechend. So, und was ist jetzt mit der Mitte? Grün. Sehr schön. Und das Heck? Rot. Ausgezeichnet. Fahr vorsichtig. Wo geht's hin, Sam? Das wundert mich jetzt. BancoLavadero.com. Oh, lustig. Nicht geschluckt hat. Ungültige Prüfsumme. Zutritt verweigert. Scheint keinen übermäßigen Eindruck zu machen. Grün, rot, blau. Mal sehen, ob der Typ durchgelassen wird. Grün, also rot. Scheint keinen übermäßigen Eindruck Violett zu machen. Violett und grün. Fahren wir zurück in unser virtuelles Zuhause. Yo, diese Datenautobahn ist ja noch öder als meiner Oma ihr Pappkratzbaum. Die Launen der Mode sind wahrlich wechselhaft. Welche Farbe stellst du dir für die Frontpartie deines Wagens vor? Rot. Rot. Ausgezeichnet. So, und was ist jetzt mit der Mitte? Violett. Violett. Sehr ansprechend. Und das Heck? Grün. Grün. Sehr schön. Fahr vorsichtig. Wo geht's hin, Sam? Ich raff das nicht. Wieso lässt er mich nicht durch? BancoLavadero.com. Oh, lustig. Ungültige Prüfsumme. Zutritt verweigert. Warum? Rot, blau, grün. Passt durch. Grün, rot, blau. Ist auch durch. Grün, rot, blau.
Blau, grün, rot. Fahren wir zurück in unser virtuelles Zuhause. Ja, diese Datenautobahn ist ja noch blöder als meiner Oma ihr Pappkratzbaum. Letztlich gesagt habe, klammere ich mal ein. Schwierig. Keine Ahnung, was das bringt. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas mit dem Regenbogen machen, das weiß ich noch. Stopp! Ich glaube, wir haben schon einen guten Teil erledigt. Irgendwas ist auch noch mit dem Briefkasten. Irgendwas müssen wir noch mit dem Briefkasten machen.